Hallo ihr Lieben, so ihr seht wieder ein paar Backern da, das ist aber spezial, weil das ist jetzt, habe ich müssen vorziehen. Sagen wir so, ich habe es ja am 7. Februar bestellt, das sind ja die Sets vom Bricklink Designerprogramm, zwei von drei sind da, leider der Imbisswagen verspätet sich, der ist jetzt erst versendet worden. Und wird dann wahrscheinlich 2. 3. Juli kommen. An und für sich hat es geheißen, 1. Juli wird es versendet. Das ist jetzt schon da. Ja, am 28. Juni ist gekommen. Und jetzt packen wir es aus und schauen uns das an. Aber vorher das Intro. Und Infobox abchecken. Und Beschreibung abchecken. Bis gleich. Haben wir es. General Store für mein Western Layout musste ich haben. Unbedingt. Gefällt mir sehr gut. Auch wie die Kutsche gebaut ist. Ich habe ja von den alten Sets von Lego habe ich ja die Kutschen mit Stoffplane. Und das ist natürlich wieder eine andere Bauweise. Das gefällt mir sehr gut mit den runden Teilen. Werde ich dann sehen, wie das zu bauen ist, Bautechniken, das Ganze. Natürlich Bautechniken, voll cool. Ja, gefällt mir einfach. Es war aber dann später noch erhältlich, es war nicht gleich ausverkauft. Der Imbisswagen, der noch kommt, der war gleich ausverkauft und die Burg war gleich ausverkauft. Das hat man dann später noch bekommen und ich glaube, 14 Tage später haben wir das dann noch dazu bestellt. Für mich war wichtig eben der Imbiss und die Burg. Leider habe ich den Lokschuppen dann nicht mehr bekommen. Aber egal. Und der Rollstuhl, also der Schaukelstuhl, nicht Rollstuhl. Der Schaukelstuhl, voll cool. Ah, das ist wirklich ein schönes Set. Da hinten sieht man ein bisschen was. Innenausstattung. Ja, wird sich sehr gut in meinem Western-Layout machen. Oder? Und hier die Burg Mountain Fortress, also quasi Mountain am Berg oben. Man sieht auch ein bisschen Schnee bedeckt, das haben sie auch sehr gut gemacht. Die Zinnen, da ein bisschen ein Schnee drauf, da überall Schnee bedeckt, das ist eine gute Idee. Sehr gute Idee ist das mit dem Schnee da, gefällt mir sehr gut. Na, das wird ein Spaß werden. Hier ist auch noch Schnee, ein bisschen Wasser. Na, bitte. Boah. Da ist, glaube ich, eine Höhle, so wie das ausschaut. Und hier die Ausstattung. Mein Rad wahrscheinlich für das Tor und hundertprozentig fürs Tor zum Rauf und zu machen. Na, ich bin gespannt. Billig war es nicht, ich glaube 339,99, also 340 Euro. Wie viele Teile? Keine Ahnung. Steht leider nicht drauf, vielleicht sieht man das dann bei der Bauanleitung. Keine Ahnung, oder es steht auf dem Bricklink Designer Programm, da wo man es bestellen hat können, vielleicht steht es dort. Ich habe dann gar nicht geschaut, wie viele Teile. Ich wollte sie unbedingt haben. Und ja, die Zinnen, cool gemacht, ja, das gefällt mir sehr gut. Also die Verpackung bei diesem war wieder so eine dünne Schachtel, wie man es jetzt gewohnt ist von Lego leider.
Aber die war wirklich gut eingepackt. Das ist eine massive Schachtel, wirklich sehr stark. Und ihr habt das gesehen, links und rechts und so verstärktes Karton, der ist wirklich super stark und eine massive Schachtel, dass wirklich nichts passieren kann. Und die war wirklich komplett drinnen in der Schachtel. Ihr habt das gesehen. Der war super verpackt. Das war halt wieder so eine leichte, dünne Schachtel von Lego, wie sie es halt jetzt machen. Leider, sage ich dann nur. Und dann möchte ich mich nochmal bedanken beim Beowulf. Ohne Beowulf hätte ich komplett wieder auf das Bricklink Designer Programm vergessen. Er hat mir einen Link geschrieben, hat gesagt, schau dir das an. Ich habe ihm dann noch zurückgeschrieben, ja, ich schaue mir das dann an und hin und her. Sagt er, ja, aber schau schnell, weil es ist über 50, also ich glaube 75% waren schon weg. Und das war nach Start, glaube ich, 1,5 Stunden oder maximal 2 Stunden war die Burg und der Imbiss ausverkauft, 30.000 Stück weg. Aber ab jetzt habe ich es im Kopf, bei der nächsten Bestellung, also bei der nächsten Serie, habe ich ja dann einen Stream gemacht. Ihr wart wahrscheinlich dabei und da habt ihr gesehen, was ich gekauft habe. Und da machen wir dann wieder ein Haul, wenn das dann kommt. Ich glaube im Oktober. Okay, das war's. Ihr habt es jetzt gesehen. Ich freue mich schon drauf, es zu bauen und werde natürlich dann ein Review machen davon. Also Spezialsets. Und Sets, die mir sehr gut gefallen, mache ich auf jeden Fall ein Review. Ich mache nicht von allem ein Review. Und vor allem, wo 100.000 Leute auch Reviews machen, mache ich nicht. Aber von diesem mache ich. Auch wenn andere das wahrscheinlich eh schon vor mir rauswerfen. Egal. Ich gebe meine Meinung dazu ab und zeige euch das aus der Nähe, wie die Sets ausschauen. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Unten Beschreibung abchecken. Oben könnt ihr mich abonnieren. Dort gibt es zwar geile Videos. Tschüss, Peter, Papa. Es war mir eine Ehre. Habe Ehre.